Was? Boah, ist das ein Barsch? Jawohl! Alter! Jawohl! Der erste Fisch und was eine Granate. Leute, hallo und herzlich willkommen zur Präsentation der neuen Lieblingsköder Barschkescher. Hier sind sie drin. Wir haben lange drauf gewartet. Stimmt's, Chris? Also wir haben vor allem gestern lange drauf gewartet, denn gestern sollte die Lieferung eigentlich schon eintreffen. Ist sie aber nicht. LKW hat sich verfahren. War nicht da. Heute früh um 8, als ich schon bei der Arbeit war, habe ich einen Anruf bekommen. Die Lieferung ist da. Die neuen Barschkescher sind jetzt da. Und jetzt gucken wir gemeinsam rein. Leute, hallo und herzlich willkommen zum Unboxing der neuen Lieblingsköder Ultraboost Barschkescher. Ach, bei Thomas. Guter Fisch. Thomas, komm mal. Was? Ach du Scheiße. Boah. Ey, Thomas. Was ist das denn bitteschön? Das ist, wenn ein Plan funktioniert. Was für ein Okolyt. Leute, heute erwarten euch jede Menge spannende Aufnahmen aus der Testphase des Cachers, denn wir haben lange an diesem Cacher gebastelt. Chris, wie wollen wir es machen? Soll ich jetzt direkt mal das Paket auspacken? Ja, auf geht's. So. Leute, ist das geil. Leute, da ist er, der neue Lieblingsköder Barschkescher. Ich schlage vor, wir gehen einmal Punkt für Punkt durch, was wir uns eigentlich dabei gedacht haben. Wir beginnen am besten mit der Größe. Wir haben hier eine Tiefe von 50 cm und eine Breite von 40 cm. Das heißt, alle Barsche, die ihr im Alltag fangen werdet, werdet ihr ganz sicher hier in diesen Kescherkopf reinbekommen. Kleine Kostprobe. Oh, mach keinen Quatsch. Guter Fisch. Boah, ist das ein Barsch. Jawohl! Alter! Jawohl! Ey, Krischi! Der Oberhammer! Der erste Fisch! Und was eine Granate, ha? Nee, ist doch nicht dein Ernst! Oh, doch! Leute! Genau, zeig uns! Oh. Alter! Oh. Was ist aber den Köder, das denn? Den Köder hat er schon ausgespuckt! Krischi, was ist das denn bitte für ein Fisch? Das ist ein Barpfen, Leute! Das ist eine Mischung aus Barsch und Karpfen! Also, das ist unglaublich! Also, was für ein massiver Fisch! Für die paar Würfe jetzt, ne? Und dann gleich so eine Kirsche hier! Hör auf! Wir können Schluss machen, Krischi! Wir können jetzt Schluss machen! Unglaublich. Unglaublich schön. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Krischi vom Team Boddenangeln. Krischi, massiver Fisch. Leute, in dem Moment bist du froh, wenn du einen vernünftigen Barschkescher an Bord hast, um so einen Fisch auch zu landen. Und ihr habt es ja gerade gehört, der Köder war unmittelbar nach der Landung raus. Das heißt, 2-3 Sekunden später und wir hätten diesen Fisch verloren. Ja, damit ist die Frage beantwortet, was hier so an Barschgrößen reinpasst. Bleibt die spannende Frage, was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel mal einen Hecht fange? Als Beifang, bei Barschhangeln, kann ja vorkommen. Fisch. Thomas, guter Fisch? Sehr guter Fisch. Der steht ja richtig drin. Was ist das? Oh, ich komme mit dem Kescher. Ein Hecht. Oh, Leute. Jetzt Hecht bei Thomas. Thomas! Leute, unglaublich! Hecht! Ja. Auf den Fünfer! Ich mache mir mal die Hände nass. So, deshalb hat der Barschkescher so ein tiefes Netz. Für den Fall der Fälle, dass hier nämlich mal ein Hecht als Beifang beim Barschangeln kommt. Ja, der Pinky ist noch hinten drin. Oh, da unten ist der Pinky. So, den Haken nehmen wir schon mal ab. Da kommt er. Da ist der Köder. Wie im Lehrbuch. Da, wo die Barsche stehen, da stehen früher oder später auch die Hechte. So ist es. Und genau deshalb ist uns wichtig, dass in den Barschkescher nicht nur alle Barschgrößen, sondern auch die Beifänge mit reinpassen. Krass. Das ist der absolute Irrsinn. So. Das bringt uns direkt zur nächsten spannenden Frage. Wo sind denn da so die Grenzen? Wie groß sollte denn der kleine Barschkescherkopf sein? Haben wir getestet. Oh, Fisch bei Matthias. Matthias, dann kescher ich hier den mal. So, jetzt wieder gegen die Sonne, aber wenn du den da drüben hast. Matthias, du hast den Hecht sauber über den Kescher drüber geführt und das ist jetzt der Barschkescher. Wir haben absichtlich mal den Barschkescher genommen, um hier den Hecht zu landen. Zumindest mal, um zu demonstrieren, dass man auch einen guten Hecht mit dem Barschkescher landen kann. Man muss allerdings präzise arbeiten und darauf achten, den Hecht sauber in den Kescher reinzubekommen. Matthias, richtig schöner Hecht. Genau, an der Allround-Route, schöner Drill. Barschkescher am Limit, schöner 70er Hecht.
passt hier rein. Warum passt er hier rein? Der Kescherkopf muss jetzt nicht 70 cm im Durchmesser sein, um einen 70er Hecht zu landen. Wenn ich den richtig keschere, dann faltet der sich hier so rein wie eine Banane, wenn es sein muss. Ja, also wenn ich jetzt unterwegs bin auf Barsche und dann kommt mal als Beifang ein Hecht mit 70 cm, bin ich trotzdem noch mit dieser Kescherkopfgröße auf der sicheren Seite. Was ist dafür noch wichtig? Dafür ist ganz, ganz wichtig, Leute, ein tiefes Keschernetz. Und das haben wir dem Barschkescher spendiert. Ein tiefes Keschernetz mit 40 cm Tiefe gibt euch Sicherheit und Reserve, falls ihr beim Barschangeln mal ein Hecht oder sogar einen Zander drauf bekommt. Thomas! Da, da, da. Einen. Zander. Zander, kommst du rüber? Und da. Mars Arbeit. Und da ist der Köder raus. Und was sagt man? Danke, Thomas. Thomas, entschuldige bitte. Thomas, vielen, vielen Dank. Das nehme ich knapp. So, ich gehe in die Hocke, ja. Leg mir hier den Ring vom Kescher auf die Knie. Ein bisschen in die Hocke. Der Fisch sitzt sauber unten im Netz. Und jetzt schön fixieren. Und da ist der Fisch, Leute. Stillwasserzander. Leute, guckt ihn euch an. Ist der nicht herrlich? Perfekt. Dann natürlich die nächste spannende Frage. Was mache ich denn jetzt mit dem Fisch im Kescher, nachdem ich ihn eingenetzt habe? Wenn ich alleine unterwegs bin, dann macht es sich einfach etwas besser, den Fisch im Netz zu haben und dann irgendwo abzulegen. Und was passiert dann, wenn ich grobe Maschen habe und so? Ja klar, der Fisch berührt den Boden. Deshalb haben wir uns überlegt, machen wir das Bodennetz etwas dicker. Und wir haben die Maschenweite genau so ausgemessen und die Gummierung so dick gemacht, dass wenn ich jetzt meine Hand hier auflege, ich keine Chance habe, den Tisch zu berühren. Das heißt, der Fisch, der hier drin liegt, auf dem gummierten, nassen Kescherbodennetz, hat keine Chance, mit seiner Haut den Boden zu berühren. Ganz wichtig, um die Schleimhaut vom Fisch nicht zu verletzen. Am Rand ein dünnes Netz für wenig Gewicht und wenig Wasserwiderstand, sodass man den Kescher gut handeln kann. Unten ein dickes, wabenförmiges, gummiertes Netz, sodass ich den Barsch da drin auch mal ablegen kann. Ein ultraleichter Kescherkopf, bestehend aus Carbon. Carbon drin, wie bei einer Angelrute, außen nochmal Carbon ummantelt, bisschen lackiert, sieht wunderbar aus. Dann Einhandscharnier, lässt sich wunderbar mit einer Hand bedienen das Ganze, kann man also auch ganz bequem am Wasser, wenn man alleine unterwegs ist, mit einer Hand öffnen, zack, natürlich graviert, mit Ultraboost-Reiter drauf, solide Sache und sieht auch noch wunderschön aus. Guck mal, zusammengefaltet ist der auch nur 50x40, den kriege ich in jeden Kofferraum, den kann ich mir hinten an den Rucksack dranhängen, wenn ich mit dem Fahrrad zum Angeln fahre, ganz kleines Packmaß. Das ist ja wichtig, ist ja ein Barschkescher. So, Griff, natürlich. Auch aus Carbon. Einfach ausgeklappt hat der Kescher eine Länge von 1 Meter. Das kann ich so machen, wenn ich zum Beispiel zu zweit unterwegs bin und für meinen Partner keschere. Wenn ich aber alleine unterwegs bin oder ich muss größere Distanzen überbrücken, dann habe ich die Möglichkeit, den Barschkescher auszuziehen. Zack, auch das mit einer Handbewegung und erreiche so eine Länge von insgesamt 2 Metern. Das ist immer dann gut, wenn ich zum Beispiel an einem Steilufer stehe, wo ich einfach mal noch den Meter mehr Kescherlänge brauche, um den Fisch sicher zu landen. Oh ja! Ja, geil, Leute. Richtig schöner mittlerer Barsch, Leute. Auf 6 cm Neo. Dafür fischen wir genau diese Beutegröße. Das gilt aber nicht nur fürs Ufer, natürlich auch vom Boot aus. Wenn ich zum Beispiel eine längere Bordwand habe, da ist jetzt der gute Fisch im Drill, dann hilft es mir auch, wenn ich einfach einen etwas längeren Kescher habe. Auch hier Kescher ausziehen und dann kann ich den Fisch hinter der Bordwand sicher landen. So, Leute, und jetzt einmal zum Thema Gewicht. Warum ist das so wichtig, dass der Kescherkopf leicht genug ist? Ganz einfach, ihr habt einen riesigen Hebel. Wenn ihr hier hinten anfasst, ja, schaut mal bitte, hier habe ich gar kein Problem, den Kescher mit einem einzigen Finger festzuhalten. Das erreicht man nur mit Leichtbauweise, mit Carbonteilen. Je leichter der Kescherkopf ist, desto einfacher kann ich meinen Kescher bewegen und den Fisch sicher landen. Jappa! Und das ist natürlich besonders wichtig, falls man mal alleine am Wasser unterwegs ist und den Fisch selber keschern muss. Denn das ist ja genau die Stresssituation, auf die es am Ende des Tages ankommt, dass man da souverän reagieren kann. Auch beim Kescher haben wir uns entschieden, wie bei der Ultraboost Angelrute, das Ganze glänzend schwarz zu lackieren. Schönes Ultraboost Logo drauf, dann die kleinen Applikationen, das Barsch-Icon,
200 cm Carbon Frame, goldene Zierwicklung, silberne Zierwicklung, die Ultraboost-typische Abschlusskappe. Drunter natürlich gummiert, falls ihr den Kescher mal irgendwo abstellen müsst. Und dann hier in der Mitte zentral das Lieblingsköder-Logo auf schönem Carbon-Untergrund. Und last but not least, ein solider Clip, um den Kescher an der Hose oder am Rucksack zu befestigen. Und hier oben im Keschernetz das schöne Lieblingsköder-Logo. Leute, ich finde den geil. Chris, wie findest du ihn denn? Ja? Möchtest du auch gerne so einen Kescher haben, Chris? Chris hat gesagt, er möchte gerne so einen Kescher haben. Und was ihr wissen müsst, ist, Chris angelt nicht mal. Chris, das ist natürlich ein Kompliment. Aber vielleicht kann man damit auch Schmetterlinge fangen oder so. Das ist er also, liebe Angelfreunde, der neue Lieblingsköder Ultraboost Barschkescher mit gummiertem Netz und Carbonbauteilen. Super Leichtgewicht. Ab sofort erhältlich im Fachhandel. Und weil das heute hier die große Premiere ist, gibt es natürlich auch ein premierengerechtes Gewinnspiel für euch. Und zwar, zu gewinnen gibt es eine Ultraboost Barsch mit einer Länge von 2,10 Meter und einem mittleren Wurfgewicht von 2 bis 15 Gramm. Plus einen Lieblingsköder Ultraboost Barschkescher, die perfekte Kombination. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, da habe ich richtig Lust drauf, dann möchte ich euch herzlich einladen, an unserem heutigen Gewinnspiel teilzunehmen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns bitte jetzt unten in die Kommentare zu schreiben, was eure schönste Lieblingsköder-Erfolgsgeschichte ist. Ich freue mich drauf, eure Kommentare zu lesen. Blende jetzt hier unten den Gewinnspielgewinner vom letzten Mal ein und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jens von Lieblingsköder.